Ma, das kann man sich doch nicht angucken. Kann ich euch doch eigentlich nicht zumuten. Ich bin jetzt zu faul, eine Aufnahmepause zu machen und dann keine Ahnung was. Weiß ja nicht, wie ich das ändern kann. Hey, 15 Frames waren es gerade mal. Das geht ja nicht. Da ist ein Hühnchen. Wow. Alter. Das kann man echt keinem antun. Noch ein Ei. So, jetzt bin... Oh, geil. Kuh. Sogar zwei Leder gleich fallen lassen, ne? Nächste Kuh. Na, haben wir schon mal drei Leder, können wir schon mal drei Bücher machen. Ich dachte schon, der wäre abgeschnitten. So, die Hähnchen interessieren mich jetzt nicht. Bloß nicht in die Lava fallen. Aha, ein Ocelot. Brauche ich jetzt aber nicht. Wäre natürlich ganz praktisch wegen den Creepern, aber bin ich gerade zu faul, mir eine Angel zu bauen und die da zu holen. Das dauert ja doch irgendwie relativ lange, finde ich. Weil die ja so oft wegrennen und so, das ist ja... Lauf ich denn gerade mal jetzt... Oh, da hinten, sag bloß, da hinten sind Plates. Ich glaube, da könnte ich dann bauen. Also ich weiß nicht, so bei Plains brauche ich eigentlich am liebsten, wenn man da den meisten Platz hat, meistens. Zumindest, ja. Na, abgesehen von der Wüste, aber Wüste ist nicht immer so schön, finde ich. Oder ist das Sinnvoll? Plains. Oh, und da ist gleich ein Schneebiom. Naja, sieht doch nicht so gut aus, oder? Was haben wir denn hier? Wir haben hier Extreme Hills. Oh. Und 17 Frames, yay! Mann! Ich will jetzt mal ein paar Kühe finden hier. Ja. Wir haben Lava gefunden. Yay! Alter, das kann doch nicht sein. Ganz viele Schafe, aber Wolle brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sonst habe ich gerade keinen Bock, die zu sammeln. Jetzt haben wir da, das ist schon wieder ein Dschungel oder was? Ich gehe mal dann mehr so querfeldein hier lang. Ja. Hey, Mann, das ist doch voll Kacke, wenn das so leckt und Kacke ist und Mann. Ach ja. Oh, schon 600 Meter weg. Dschungel oder was? Warum ist denn überall verkackter Dschungel? Ich mag das nicht. Einziger Vorteil, der beim Dschungel ist, dass da verhältnismäßig wenige fiese Monster spawnen, da die auf Blätter nicht spawnen. Ne, doch, spawnen dann auch viel weniger Tiere und so. Und wir haben endlich Kühe gefunden und die Schweine müssen auch dran glauben. Einfach, weil ja, weil Essen und so. Naja. Wow, komm her, Schwein, komm her. Ja, brauchst mich gar nicht so angucken. Die Schafe brauche ich erstmal nicht. Ich brauche Kühe und Schweine. Hallo? Nein, diesmal nicht. Gehen jetzt plus drei Kühe oder was? Ich ja mal gar nicht. Gib mir Leder. Okay, vier Kühe sind's. Yay.
Haufen Schweine und nur ganz wenig Kühe. Ich will jetzt ein Leder gefunden. Ja, eins. Ein Leder von 4 Kühen. Ne. Voll die Verarsche hier. Dafür muss das Schwein sterben. Stirb, Schwein! Stirb! So. Ja. Ah, was ist denn das für eine Karte? Ich will noch nicht so viel Wüste haben. Mittlerweile finde ich die Karte immer unsympathischer. Verkackter Dschungel. Riesige Wüste. Na gut, in der Wüste kann ich nochmal gucken, ob ich nicht noch irgendwie einen Tempel oder sowas finde. Vielleicht finden wir ja noch was. Dann hat sich das wenigstens gelohnt hier. Haben wir die Lex nicht umsonst in Kauf genommen. Hier aber nach. Da hinten ist ein Dorf. Oder sowas in der Art. Falls es nicht. Das ist aber nicht das, wo ich schon war. Nee, das ist ein anderes Dorf. Ein anderes Dorf. Da in der Nähe ist vielleicht nochmal ein Tempel, wenn wir kommen. Und ich habe erst einmal so einen Dschungeltempel gesehen. Die gibt's ja auch, aber... Da sind ja wirklich so Fallen mit Stolperdraht und so drin, habe ich mal gesehen. Als ich da drin war. So. Und jetzt wird Nacht oder was? Das ist nicht schön. Mal gucken, habe ich Knochen mit? 3 Knochen. Ob ich einen Hund kriege? Oh toll, und jetzt habe ich doch einen Bogen gefunden oder was? Sehe ich gerade mal so? Kann merken? Yay, ich habe einen Hund. Ich habe den zweiten Hund. Irgendwie kann man ja noch die Farbe der Halsbänder ändern, aber das werde ich mir später mal angucken. Erstmal Dorf plündern. Was willst du tauschen? Nein. Alter, wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Okay, Hunde, kommt mal her, ihr setzt euch mal hier hin. Hierher. Hopp. Sitz. Ey, setz dich hin, du. Ah. Zweiter Hund. Wo ist denn jetzt der zweite Hund? Na, gut, dann bleibst du mal da drin. Egal, störst du mich nicht. So, was wollt ihr denn tauschen? Den hatte ich doch gerade schon, oder nicht? Oder wollen die alles gleiche tauschen? Nein, okay, Hund, setz dich hin. Ja, ist wirklich das gleiche. Es kann ja nicht angehen. Oh, ein Dorfbewohner-Zombie oder was? Sind die eigentlich stärker? Weiß ich gar nicht. Wen haben wir denn hier? Da, Dorfbewohner. Nein. Zu teuer. Nein. Gut, das mit dem Papier könnte man vielleicht nochmal überlegen. Ich hoffe jetzt nur, dass hier kein Creeper ankommt. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Und was im Ofen? Da? Nein. Hier ist doch meistens eine Truhe wieder beim Spiel. Ja. Wow, Apfel. Egal, erstmal was essen. Da hinten, okay, da hinten auf der Karte leuchtet was, das wird wohl ein Lavasee sein. Wird hier aber auch als blau angezeigt, wegen meinem Texture Pack ist das, glaube ich, schätze ich. Weiß ich nicht so genau. Ich nehme es einfach mal an. Welche Richtung? Ich will noch ein bisschen die Wüste erkunden. Ich kann ja, genau. Tut mir leid, Leute, ich klaue eure Bücherregale. Dann habe ich wenigstens die Bücher, auch wenn das Holz nicht da ist. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen, ne? So schnell kann es gehen. Da man ja sowieso noch 15 Bücherregale braucht.
Und 20 Minuten haben wir schon 7. Wow. Wow. Ja, Hund, greif an. Töte sie. Nämlich so. Sind sie auch noch Bücherregale und weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube aber nicht. So, Hund, steh auf. Du wirst mir schon nachspawnen. Du Hund, stehst auch auf. Aufstehen. Und dann gehe ich mal noch Wüste erkunden. Wenn wir nur schon so viel Wüste haben, dann müssen wir das ja auch irgendwie nutzen. Und ich habe immer noch keinen Sand gefahren, fällt mir gerade auf. Na gut, ich bin da noch nicht am Bauen. Da lohnt sich das noch nicht. Ich hoffe jetzt nur, dass ich die Hunde nicht aus Versehen töte. Das wäre nämlich... Oh, Goldrüstung. Ah, natürlich nichts. Alter, warum treffe ich denn die ganzen Spinnen mal nicht? Weil die verarsche hier. So, jetzt habe ich schon mal Faden. Jetzt könnte ich mir vielleicht demnächst noch eine Angel bauen. Falls ich denn mal angeln will. Na, mal gucken. So. Gehe ich mal zu dem Lava-Ding hin. Ich nehme an, dass Lava ist. Vielleicht zu viel. Wow. Ach, auf den Zombie habe ich jetzt keinen Bock. Leuchte, leuchte, leuchte. So, dann durchquere ich die bisschen nochmal in eine andere Richtung. Und Lava. Wow. Wir haben mal ein bisschen da lang. Vielleicht finden wir doch noch was. Ich hätte irgendwie Bock, noch so einen Tempel zu finden. So, dann auch noch mit. Das muss ich beim anderen Dorf auch noch machen, da die Bücher klauen. Fällt mir gerade so ein. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, jetzt schon sowas aufzubauen, wenn ich noch nicht mal einen richtigen Unterschlupf habe. Ich werde es erstmal sammeln und... Wow, scheiße, ist hier viel los. Ich werde erstmal sammeln und dann suche ich mir eine Leibe und da kann ich das ja gleich mit als ersten Raum einrichten. Voll nicht übertrieben oder so, aber egal. Sehen. Ich meine natürlich. Ah, einfach mal weiter auf. Wow. Immer tiefer in die Wüste. Nein, ein Enderman. Nein, die will ich nicht. Nein. Creeper, nein. Eigentlich könnte ich auch mal auf die Suche nach irgendeinem Mob-Spawner gehen, also so einem Dungeon. Die habe ich bei meiner letzten Showwetter habe ich übel viele von gefunden. Und meistens sogar unbeabsichtigt, nur weil ich da gerade ein bisschen bauen wollte. Oh, und sag bloß, da hinten haben wir Planes. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja. Okay. Ich glaube, die Gegend sollte ich mir dann mal markieren. Ich glaube, es macht lieber tagsüber. Ja, Plains ist doch schön. Hier kann man noch was bauen. Bauen wir ein schönes Häuschen oder was weiß ich, oder ein Schloss oder eine Burg. Ich hoffe, erstmal ein Häuschen da. Ja. Oh, was? Wie, der hat einen verzauberten Bogen. Ist nicht wahr. Ich fick dich so. Ich will den verzauberten Bogen. Ich hoffe, der droppt den mal. Alter, tötet ihn. Gib mir deinen verzauberten Bogen, verdammt. Na, das. Alter. Dankeschön, du nichts. Ja, sind doch nicht ganz so nütz, ne? Mann, aber das ist doch uncool. Er hat den verzauberten Bogen, hat er nicht fallen lassen. Wow, 1200 Meter schon weg. Ein Spinnenreiter. Yay. Sieht man auch nicht oft, ne? Und der hat natürlich den Bogen fallen lassen. Kann ich doch vielleicht gleich mal kombinieren, damit ich ihn heile? Ich bin überwogen. Naja, nicht ganz heiler, aber heiler. Schafe, den brauche ich jetzt nicht. Das Creeper, den